It's black and white. Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit am Start seid, Leute. Jawolski. Falls ihr die gestrige Folge verpasst habt, könnt ihr sie mal gerne auschecken. Link unten in der Videobeschreibung, meine Freunde. Jawolski. Ihr seht schon den Titel und habt eine richtig Road to Messi, Jungs. Es dauert wirklich nicht mehr lange, dann ist Messi am Start. Vorab habe ich hier, okay, ich habe schon alles gezockt. Eiersuche habe ich schon ein Pack wieder hier für euch. Ja, das werden wir aber, denke ich mal, wieder in einem Stream machen, Jungs. Ich habe mega Bock auf den Stream, weil hier heute gab es ja hier diese Eiersuchen-Token. Also ich nehme das Video wieder einen Tag im Voraus auf, aber ich habe richtig Bock, wieder ordentlich Packs rauszuballern im Stream. Ich hoffe mal, dass da noch ein paar Token kommen, dass ich hier wieder ein paar sparen kann. Aufsparen kann und dann können wir wieder einen Stream machen und die dann hier wieder rausballern. Da hätte ich wieder mega Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein in die Nachbarschaft. Da können wir jetzt hier nochmal so einen schönen Punkt entlang gehen. Und ihr seht jetzt, Jungs, es dauert wirklich nicht mehr lange, bis ich endlich Lionel Messi habe. Ihr seht, es dauert wirklich nicht mehr lange. Es dauert wirklich nicht mehr lange. Jetzt hier nur noch das hier. Dann hier runter, dann hier und hier. Und dann hier nochmal, ja. Aber ich kann mir auch noch hier ein paar Punkte holen. Das mache ich aber erst, wenn es halt, ja, nötig ist. Genau, aber ihr seht, es dauert wirklich nicht mehr lange, bis Lionel Messi, Jawolski, sehr, sehr nice. Und ist auf jeden Fall Messi drin und ich weiß immer noch nicht, wen ich dafür ersetzen werde. Es gab auch ein Vorteils-Update. Das denke ich, habt ihr alle mitbekommen. Jetzt gibt es hier wieder mehr, ist wieder erweitert worden. Ich gehe aber erstmal wieder auf maximale Chemie. Genau, ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht irgendjemand upgraden kann. Aber ich habe so wenig Münzen aktuell, Jungs. Ne, ich habe so wenig Münzen, ne? Crazy. Crazy, crazy. Ich würde sagen, wir gehen rein in ein Worlds-Angriffsspiel. Also ich brauche wieder Münzen, Jungs. Man könnte ja auch Messi verkaufen. Dann hätte ich wieder richtig viele Münzen, ne? Aber ich will Messi spielen. Das ist ja das Ding, ne? Ich will Messi spielen und die Frage ist für wen? Wer wird dafür ersetzt werden? Oder wer wird dadurch ersetzt? Wer wird durch Messi ersetzt? Ich weiß es immer noch nicht, Jungs. Ich denke mal, ich werde dann in den nächsten Tagen so eine Community-Umfrage machen beim Community-Tab und dann könnt ihr mal abstimmen. Und genau, dann könnt ihr auch mal abstimmen und dann, denke ich mal, werde ich eure Entscheidung nehmen, weil ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich weiß es wirklich nicht. Deshalb lasse ich da euch die freie Wahl. Wenn zum Beispiel Klose mehr Stimmen hat, haue ich Klose weg. Wenn Douglas mehr Stimmen hat, haue ich Douglas weg. Also wie gesagt, ihr könnt es entscheiden, weil ich kann mich da nicht entscheiden. Ich mag die beiden zu sehr und ich will, wie gesagt, Messi nicht verkaufen. Ich will Lionel Messi spielen. Weil wenn man schon mal einen Messi hat, Jungs, muss man ihn auch spielen und vor allem so eine Karte. So eine Karte muss man einfach spielen. Genau, und er hat die Verbindung abgebrochen. Sehr, sehr nice. Einfach mal hier die Verbindung abgebrochen. Der Licht, jawohl. Sehr, sehr nice. Komm hoch damit. Deko zu dem Schmeko. Okay, das war ein komischer Ball. Deutlich, hau ihn rein. Jawohl, 6-1. Ja, okay, das haben wir nicht gewonnen, weil der Gegner ja aufgegeben hat. Grange quittet. Douglas, also man sieht es ja auch, Klose und Douglas sind eigentlich auf einem Niveau. Die sind auf einem Niveau. Es gibt keinen, der irgendwie jetzt so deutlich besser ist, vom Schuss her, vom Skill her, vom Tempo her. Die sind irgendwie auf einem Niveau. Gut, Klose ist ein bisschen besser im Kopfball, das muss ich sagen. Aber das ist auch so die einzige Sache, wo Klose eventuell, also wo Klose besser ist als Douglas. Genau. Hier Klose, zack, also Kopfball ist Klose definitiv besser. Und wir gewinnen hier mit 11-1. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel, Jungs. Wir machen auf jeden Fall noch ein Spiel. Ganz klar hier. Komm. Wir müssen erstmal abwarten. Jawohl. So, zack. Was kriege ich eigentlich hier? UXP, okay. Komm, noch ein Spiel. Let's go. Let's go. Ins nächste Mal. Mal gucken, was der Gegner jetzt hat. Vielleicht jetzt mal ein Duell auf Augenhöhe. Mal gucken. Mein wunderschönes Team. Und der Gegner hat 126, okay. Oh, er hat einen Ronaldo vorne drin, ne? Also, er hat beide. Ja, Mann, er hat die eigene Ronaldo und er hat den Cristiano Ronaldo. Geiler Sturm auf jeden Fall. Ist geiler Sturm wirklich mit R9 und CR7.
Kann man mal machen, ne? Kann man mal moken. So, Douglas, aber das sollten wir trotzdem noch gewinnen von den Chancen her. Und genau, Jungs. Zack, Klose. Wichtig. Klose, wichtig, sehr schön. Deko, Schmeko, runter. Douglas. Ah, okay, er bleibt dran. Er bleibt hartnäckig mit 3-3. Okay, okay. Okay, okay, aber wir haben eigentlich die besseren Chancen. Ja, tolle Chance. Ah, ich hätte laufen müssen. Egal. Klose, Junge. Okay. Klose, haut den mal rein. Douglas, komm. Sehr wohl. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Ah, Klose. Jawohl. 6-3. Sieht jetzt wieder gut aus. Douglas. Jawohl, er setzt sich durch. 7-4. Und Douglas, Deko, Schmeko. Oh, wer ist da schon wieder im Kasten? Ist es Donnarumma? Ist es Donnarumma, ne? Mein bester Freund, Kappa. Oh, Klose, sehr wichtig. Der war wirklich sehr, sehr wichtig. Heißt es? Ja, also Donnarumma, es war so klar. Es war so klar. Wenn er dann solche Bälle hält gegen mich, kann es nur der Donnarumma sein. So, komm, Douglas, mach den Sack zu. Dann halt nicht, dann halt Klose mit dem Fallrückzieher. Wunderschön hier, 11-8 gewinnen wir, Jungs. Und ja, ich würde sagen, das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer sehr gerne ein Like, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr hier auf meinem Kanal zu verpassen. Jawohl, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen FIFA Mobile Video. Wie immer, bis dahin, Jungs, haut rein und ciao.